Hallo, guten Tag, herzlich willkommen. Heute werde ich sprechen, langsam, und mal sehen, wie viel ihr versteht. Fertig? Also, ich heiße Michael. Wie heißt du? Heißt du Michael auch? Ich heiße Michael. Heißt du Michael auch? Ja, ich heiße Michael. Nein, ich heiße nicht Michael. Wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Ich heiße zum Beispiel Jürgen. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Heißen Sie Herr Schmidt? Ja? Nein? Heißen Sie Frau Rosales? Ja? Nein? Ich bin Herr Thalium. Ich bin Michael Thalium. Wie heißen Sie? Sind Sie Frau Rosales? Sind Sie Herr Pascual? Sind Sie Frau Areses? Sind Sie Frau Schmidt? Und sind Sie bei Facebook? Sind Sie bei Facebook? Nein, bei Facebook bin ich nicht. Nein, bei Facebook bin ich nicht. Oder ja, ich bin bei Facebook. Ja, ich bin bei Facebook. Ich bin bei Facebook. Ich bin bei Twitter. Ich bin bei LinkedIn. Ich bin bei und, und. Bist du bei Facebook? Bist du bei Facebook? Ja? Nein? Ja, ich bin bei Facebook. Und wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Ich arbeite bei einer Firma. Zum Beispiel ThyssenKrupp. Ich arbeite bei Siemens. Ich arbeite bei Philips. Ich arbeite bei Toshiba. Wo arbeitest du? Wo arbeiten Sie? Arbeiten Sie gern? Nein, gerne arbeite ich nicht. Oder ja, ich arbeite gern. Arbeiten Sie? Ja, ich arbeite. Und wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Oder auch noch, wie ist deine E-Mail-Adresse? Wie ist deine E-Mail-Adresse? Meine E-Mail-Adresse ist michael@michaeltalium.com. Ich buchstabiere langsam. michaeltalium.com. Also, haben Sie eine Telefonnummer? Hast du eine Telefonnummer? Haben Sie eine Telefonnummer? Hast du eine Telefonnummer? Ja, ich habe eine Telefonnummer. Nein, ich habe keine Telefonnummer. Ja, ich habe eine Telefonnummer. Wie ist deine Telefonnummer? Und wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist Vorwahl nach Spanien 0034 und dann die Handynummer. Ich habe eine Handynummer, obwohl ich auch eine Telefonnummer habe. Hast du eine Telefonnummer? Ja, eine Telefonnummer habe ich. Und wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 0034 nach Spanien, das ist die Vorwahl 0034 und dann 617 58 39 49. Kannst du bitte langsam sprechen? Ja, ich kann langsam sprechen. Ich wiederhole. 0034 nach Spanien und dann 617 58 39 49.
Ich wiederhole. 0034 617 58 39 49. Und deine Adresse? Hast du eine Adresse? Ja, ich habe eine Adresse. Wohnst du in Madrid? Ja, ich wohne in Madrid. Ich komme aber aus Deutschland. Wohnst du in Madrid? Ja, ich komme aber aus Deutschland. Nein, ich komme nicht aus Deutschland. Ich komme aus Spanien. Ich komme aus Madrid. Ich spreche aber Deutsch. Ich spreche aber Deutsch. Sprechen Sie Deutsch? Sprichst du Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Du sprichst aber gut Deutsch. Du sprichst aber gut Deutsch. Danke. Ich kann Deutsch sprechen. Es geht nicht so gut. Normal, würde ich sagen. Und wie heißen Sie? Oder wie heißt du? Heißt du Hanne? Nein, ich heiße nicht Hanne. Heißt du Rolf? Nein, ich heiße nicht Rolf. Wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Ich heiße Michael. Kannst du Englisch sprechen? Ja, ich kann Englisch sprechen. Wirklich? Echt? Kannst du Englisch sprechen? Doch, doch. Ich kann Englisch sprechen. Kannst du Chinesisch sprechen? Ja, ich kann Chinesisch sprechen. Echt? Wirklich? Doch, doch. Ich kann Chinesisch sprechen. Was bist du vom Beruf? Ich bin Ingenieur vom Beruf. Ich arbeite aber als Kellner. Ich bin Ingenieur vom Beruf. Ich arbeite aber als Kellner. Was sind Sie vom Beruf? Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Musiker vom Beruf. Ich bin Musiker vom Beruf. Ich arbeite als Kaufmann. Ich arbeite als Kaufmann. Sind Sie Verkäufer? Ja, ich bin Verkäufer. Ich bin ein Mann, ich bin Verkäufer. Eine Frau ist Verkäuferin. Liebe Anna, deine Party? Super! Das ist mein Deutschkurs. Wir sind 15 Leute. Zusammen sind wir 525 Jahre alt. Zwei Leute kommen aus Spanien, eine Person aus Italien, zwei kommen aus Syrien und drei aus Polen. Die anderen kommen aus Indien, Griechenland, Rumänien, Portugal, aus den USA und aus Brasilien. Und das sind Amaral, Marek und Ricardo. Amaral kommt aus Portugal. Sie ist 24 Jahre alt und Verkäuferin. Marek kommt aus Polen. Er ist 35. Und Ricardo kommt aus Brasilien. Er ist 32 Jahre alt. Marek ist Ingenieur vom Beruf. Ricardo ist Busfahrer, aber er ist arbeitslos. Die Lehrerin heißt Gisela. Sie ist Deutsche. Sie spricht Deutsch, Russisch, Englisch und Spanisch. Sie ist toll. Bis bald. Tschüss, Michael. Im Deutschkurs sind 15 Leute. Zwei Leute kommen aus Portugal. Marek spricht Polnisch. Der Brasilianer ist 32 Jahre alt. Amaral ist die Lehrerin. Gisela spricht vier Sprachen. Richtig oder falsch?